What's up, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut und damit herzlich willkommen zu einem neuen Genshin-Video. Liebe Friends und Friendsines, heute geht es um einen Archon, nämlich um unseren Lieblingsbarden aus Mondstadt und Weltschwergewichts-Champion im Saufen, Babygirl Venti. Venti ist ein besonderer Charakter, der eine Sache richtig gut macht, gleichzeitig gibt's aber auch ein paar kleine Probleme, das bereden wir gleich. Was die besten Artefakte auf Venti sind, die besten Waffen, die wichtigsten Talente und so weiter, erfahrt ihr in diesem Video. Wir fangen noch an mit der Spielweise. Let's go. Venti ist durch und durch ein Support-Charakter. Seine Spezialität ist das Groupen von Gegnern. Da gibt es aber leider ein paar Einschränkungen und Sachen, auf die ihr achten müsst. Das werden wir dann aber natürlich im Talenteteil bereden. Gleichzeitig gibt ihr durch 4-Piece VV, also grünlicher Schatten, einen Debuff auf eure Gegner. Das wird im Artefakte-Part thematisiert und man könnte ihn noch als Off-Field-DPS einstufen, weil sein Swirl-Schaden mit dem richtigen Bild sehr hoch sein kann. Durch ein spezielles Talent von Venti könnte man ihn auch als Batterie einstufen, aber das bereden wir dann gleich. Das war's eigentlich auch schon. Venti ist nicht wirklich komplex und das Ganze vertiefen wir jetzt im Talente-Part. Ventis Normal Attacks bestehen aus 6 Phasen, sehen auch ziemlich schick aus mit teilweise überraschend hohen Multiplikatoren, aber trotzdem ist dieses Talent sein unwichtigstes. Viel gibt's hier nicht zu sagen. Seine Normal Attacks sind irrelevant und haben mit seinem Base-Kit auch nichts zu tun, könnt ihr also ignorieren. Ventis Elementarfähigkeit hingegen ist ein wenig wichtiger und hat sowohl eine lange als auch eine kurze Version. In der kurzen Version erschafft ihr dieses Feld hier mit einem ziemlich guten Multiplikator. Ihr erschafft damit auch 3 Partikel und habt einen Cooldown von nur Läppchen 6 Sekunden. Die lange Version hingegen lässt euch in die Luft fliegen und erzeugt dazu noch für 20 Sekunden ein Windfeld, mit dem ihr gleiten könnt. Das kommt von seiner ersten Passivfähigkeit, also das Windfeld, was erzeugt wird. Und obwohl ihr damit 4 Partikel generiert, liegt euer Cooldown bei fetten 15 Sekunden, auch wenn der Multiplikator hier offensichtlich sogar noch höher ist. Das wiederum bedeutet, dass ihr die lange Version immer vermeiden solltet, weil Cooldown ist zu lang. Die kurze Version ist quasi für Kämpfe und die lange Version für das Erkunden, merkt euch das. Dieses Talent ist wichtig wegen des hohen Multiplikators, noch wichtiger als das hier ist aber Ventis Burst. Ventis Burst erschafft dieses schwarze Loch hier, was alle Gegner in seinen Kern zieht und fortlaufend Animo-Schaden verursacht. Diesen Schaden könnt ihr by the way erhöhen, wenn ihr mit eurer Burst ein Element swirlt, dann bekommt ihr nochmal Bonus-Schaden, basierend auf dem Elementtyp, was geswirlt wurde. Die große Stärke und auch das Hauptaugenmerk der Burst ist übrigens das Grouping. Ihr zieht nämlich mit gewaltiger Kraft Gegner in den Kern der Burst. Das große Problem ist nur, es ist sehr stark gegnerabhängig und klappt nicht gegen so einige. Es klappt zum Beispiel wunderbar gegen humanoide Gegner, also gegen Menschengegner normalerweise. Es klappt aber auch sehr gut gegen Geister. Es klappt auch gegen die meisten Fatui. Andere Fatui, die stämmiger sind, werden hingezogen, aber haben halt noch Bodenkontakt. Das ist so eine Sache, die ein bisschen kontraproduktiv ist, weil die Gegner dann frei agieren können in diesem Zustand, aber immerhin werden sie rangezogen, also halb so schlimm. Das, was Venti nicht kann, wie jeder Grouper im Spiel, ist Schildgegner ranzuziehen. Egal, ob es ein Abgrundschild oder Fatui-Schild ist, das geht leider nicht. Das ist aber auch, wie gesagt, normal. Das einzige Problem bei Venti ist nur, wie hoch seine Burst angesetzt ist. Es sieht zwar cool aus, aber es kann vorkommen, dass einige Hits von euch nicht landen werden, vor allem wenn die Charaktere wie hier zum Beispiel absolut verrückt spielen. Das kann sehr problematisch werden. Des Weiteren, sehr interessant, die Schwertkämpfer aus Inazuma könnt ihr mit Venti nur schwach ranziehen. Mit Kasuo hingegen könnt ihr die komplett lösen und easy groupen. Das kommt öfter vor, dass Kasuo Gegner besser groupen kann, aber dafür halt für einen kürzeren Zeitraum. Aber dazu können wir ein separates Video machen, am besten nicht hier. Wie dem auch sei, Ventis Burst ist sein wichtigstes Talent. Wenn ihr etwas leveln wollt, dann das hier. Rein theoretisch, wenn ihr EM Venti baut, was die meisten machen, müsst ihr das Talent nicht zwingend leveln. Ich würde es euch aber trotzdem raten, einfach wegen des Extraschadens, denn auch dieser ist beachtlich. Ich würde es aber unter keinen Umständen crownen, außer ihr lebt Venti über alles. Wie dem auch sei, Ventis zweites Passivtalent regeneriert 15 Energie für Venti nach Ablauf der Burst und auch nochmal extra für alle Charaktere, die dem Element entsprechen, mit dem die Burst geswirlt wurde. Wenn ihr also Elektro swirlt mit Ventis Burst und ihr habt Elektro-Chars im Team, bekommen diese Charaktere 15 Energie dazu, was eine ziemlich einzigartige Batteriefunktion ist. Passivfähigkeit Nummer 3 lässt das Gleiten 20% weniger Ausdauer kosten und das war's auch schon. So viel dazu, kommen wir nun zum nächsten Part, nämlich zu den Waffen.
Wir fangen an mit Ventis eigener Waffe, nämlich Letzter Seufzer, aka Elegy for the End. Während euch die Waffe erstmal satte 55,1% Aufladerate bietet, gibt sie euch auch noch einfach so 60 Elementarkunde durch die Waffenfähigkeit. Des Weiteren bekommt ihr einen Stack Zeichen des Gedenkens. Immer wenn Venti einen Gegner mit seiner Elementarfähigkeit oder seiner Burst trifft, ist diese Stapelung auf 4, erhalten alle Truppenmitglieder für 12 Sekunden den Effekt Bewegung des Jahrtausends, Lied vom Abschied, was die Elementarkunde um 100 Punkte und den Angriff um 20% erhöht. Definitiv eine sehr gute Waffe auf Venti, zu Recht seine eigene. Wenn ihr diese Waffe also habt, könnt ihr Venti damit ausrüsten. Wichtig by the way, wenn ihr diesen Effekt einmal ausgelöst habt, könnt ihr für 20 Sekunden keine Stapelung mehr sammeln. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass ihr euch nicht wundert, wieso Venti nicht mehr richtig supportet. Eine andere sehr gute Waffe auf Venti ist Stringless, aka der Seelenlose. Vor allem auf Verfeinerung 5, denn diese Waffe hat zum einen Elementarkunde als Mainstat, bufft aber auch noch euren Elementarfähigkeits- und Burstschaden um einen sehr hohen Prozentsatz. Das ist jetzt verfeinerungsabhängig, ist aber DPS-technisch auf Venti sogar besser als seine eigene Waffe. Das einzige Problem hier, Venti soll ja auch supporten, also dem Team zum Schaden verhelfen, kann man definitiv spielen und wenn ihr seine eigene Waffe nicht habt, würde ich euch das auch empfehlen. Den Opferbogen könnt ihr rein theoretisch auch benutzen, beim zweiten Mal procken der Elementarfähigkeit bekommt ihr auch nochmal Partikel, ja, ich hab's getestet. Problem könnte nur eure Elementarkunde sein, wegen der Aufladerate Mainstat. Wenn ihr das aber balancen könnt oder wenn es euch sogar nur um das Grouping geht, könnt ihr euch aber darauf fokussieren. Als Notfalllösung mache ich das manchmal auch auf Accounts von Zuschauern. Der Favonius Jagdbogen wäre auch eine Möglichkeit. Das große Problem ist nur, dass ihr hier einen kritischen Treffer landen müsst. Das kann sehr problematisch sein, weil man Venti in der Regel auf Full EM baut. Das bedeutet, es wird euch an Crit mangeln. Wenn ihr rein zufällig Artefakte habt mit genug Crit-Rate, dann ginge das prinzipiell. Aber wenn ihr die Wahl zwischen den beiden Waffen habt, dann lieber den Opferbogen. Mond oder wie auch immer diese Waffe heißt, wäre auch eine gute Alternative auf ihm. Damit steigt kurz gesagt euer Burst-Schaden basierend auf der Energie eures Teams. Kann man machen für mehr Burst-Schaden durch Venti, nur leider habt ihr Angriffprozent als Mainstat. Das ist relativ useless, wenn ihr EM-Venti spielt. Der Effekt der Waffe ist aber trotzdem erwähnenswert. Die Waffe würde ich nur nutzen, wenn ihr nichts anderes da habt. Ausklingende Dämmerung ist eine ganz okay Waffe auf Venti. Diese Waffe boostet nämlich kurz gesagt euren generellen Schaden. Das ist gut, weil prinzipiell jeder Charakter davon profitieren kann. Dementsprechend natürlich auch Venti. Die Aufladerate Mainstat macht die Waffe auch noch nützlicher. Das ist ganz gut auf ihn. Ansonsten, wenn ihr keinen EM-Venti bauen wollt, sondern einen Crit-Venti, könnt ihr natürlich jegliche Crit-Waffen benutzen. Das wäre kein Problem. Das ist absolut möglich. In der Regel spielt man Venti aber auf Elementarkunde. Einen Crit-Build kann man aber auch machen, wie gesagt. Könnt ihr also machen, wenn ihr Bock habt. Wie dem auch sei, kommen wir nun zum nächsten Part, nämlich zu den Artefakten. Ventis bestes Artefakt-Set ist zweifellos 4-Piece VV, aka grünlicher Schatten. Mit dem 4-Piece-Effekt kriegen eure Gegner nämlich einen Debuff, basierend auf dem geswirlten Element. Das ist der Standard für alle Animo-Supports und bei Venti ist das auch nicht anders. Ich würde euch stark empfehlen, dieses Set auszurüsten, weil Venti eben genau sowas in seinem Kit fehlt. Auch euer Swirl-Schaden wird höher, dass ihr Bescheid wisst, ist eine sehr wichtige Sache auf ihm, auf die ihr definitiv nicht verzichten solltet. Altes Hofritual könntet ihr auch ausrüsten, um damit den Angriff des Teams, aber auch euren eigenen Burst-Schaden nochmal zu erhöhen. Das geht auf jeden Fall, nur habt ihr dann den Debuff von grünlicher Schatten nicht mehr, das ist problematisch, könnt ihr aber rein theoretisch machen. Das ist eigentlich schon alles zu den Artefakten. Venti ist da ziemlich straightforward, so wie jeder Animo-Char eigentlich. Kommen wir aber nun zu den Main-Stats. Venti braucht dreimal Elementarkunde auf Sanduhr, Kelch und Haarreif. Es gibt auch die Crit-Venti-Variante, wo ihr Angriffprozent, Animo-Schadensbonus und Crit-Schaden oder KT haben könnt. In der Regel ist aber EM-Venti gegen Massen von Gegnern vor allem besser, also da, wo man ihn eh einsetzen sollte, von daher lieber auf EM gehen. EM-Venti braucht in den Subsets Elementarkunde, er bekommt durchs Level nämlich Aufladerate, um genau zu sein 32%, deswegen ist das zweitrangig, aber auch wichtig. Und da wir gerade beim Thema sind, wie viel Elementarkunde braucht Venti eigentlich? In der Regel sind 700 bis 900 EM stabil auf ihm, aber die Sache ist, Venti supportet nicht mit seiner EM, sondern mit seinem Artefakt-Set und seinem Grouping. Die Elementarkunde regelt nur seinen eigenen Schaden und das war's eigentlich. Wichtig ist deswegen die Aufladerate, da solltet ihr so 160% bis 170% haben. In der Regel nutzt man Ventis E zweimal zwischen den Rotations, das ist eine Sache, auf die ihr achten solltet, dann wird das Ganze kein Problem für euch werden. Falls ihr wissen wollt, wie dieser Venti aussieht, wir nutzen hier seine eigene Waffe. Aufladerate ist absolut Overkill, aber trotzdem durch die Substats erreicht worden, deswegen geht das allemal. Die Elementarkunde liegt an der unteren Grenze ohne Effekt, mit dem Effekt können wir nochmal 100 Elementarkunde draufrechnen, das klappt
So auf jeden Fall. So viel zu den Artefakten. Kommen wir nun zum nächsten Part, nämlich zu den Constellations. Bentis C1 sorgt dafür, dass sie bei einer Charge Attack zwei Extra-Pfeiler abschießt, die jeweils 33% des Originalschadens verursachen würden. Bin ich ganz ehrlich, absolut unnötige Constellation, könnt ihr getrost ignorieren. Bentis C2 sorgt dafür, dass wenn ihr eure E benutzt, der physische sowie der Animo-Widerstand der Gegner sich um 12% für 10 Sekunden senkt. Das ist ganz in Ordnung. Wenn die Gegner von der E weggeschleudert wurden, bekommen diese nochmal 12% Debuff obendrauf, also das gleiche halt drauf addiert. War vielleicht mal was Besonderes, aber eine Pharosan, die in jedes Animo Main DPS Team gehört, macht daraus 30%, egal welches Talentlevel und welche Con, und sie ist ein 4-Sterne Charakter, von daher auch keine gute Con. C3 erhöht die Burst um 3 Level, das ist sehr gut. C4 erhöht den Animo Schaden, wenn Venti Elementarkristalle oder Partikel erhält, um 25% für 10 Sekunden. Diese Con ist auch nicht gut, weil das nur für Venti gilt und niemand anderen. Das ist auch ziemlich nachteilhaft, außer wenn ihr Crit Venti baut, dann bringt das natürlich was, aber abseits davon in einem EM-Build ist das absolut nutzlos. C5 erhöht die E um 3 Level, das ist uns allen egal, und C6 ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr mit Ventis Burst Gegner trefft, wird die Animo-Resistenz dieser Gegner um 20% gesenkt, des Weiteren wird aber auch noch der Widerstand des Elements gesenkt, was geswirlt wurde mit der Burst. Wenn die Burst also Hydro-Swirlt, heißt das, dass die Hydro-Resistenz der Gegner um 20% sinkt. Das ist eine gute Con, nur ist das seine C6, also zu spät in meinen Augen. Ich will mich hier klipp und klar fassen, verzichtet auf die Cons. Wenn ihr Venti spielen wollt, kein Problem, aus den Constellations werdet ihr aber kaum einen Mehrwert ziehen, von daher lieber Skip, meine Meinung. Wie dem auch sei, kommen wir damit nun zum letzten Part, nämlich zu den Teams. Ein Team, was ich damals benutzt habe, um den Ibis schneller zu clearen, ist ein Team bestehend aus dem Wanderer, Bennett, Pharosan und Venti. Kurz gesagt, macht ihr mit dem Wanderer eure ganz normale Rotation, haut dann irgendwann zwischendurch Ventis Burst raus, am besten, wenn Bennett seine Burst benutzt hat, um quasi alle Gegner zu groupen, was für den Wanderer mit seinen Charge Attacks und auch mit seiner Burst natürlich sehr stark zugute kommt. Ein sehr witziges Team, was wir in diesem Video benutzt haben, ist übrigens Nervilet, Mona, Raiden Shogun und Venti. Mona bufft quasi Nervilet, Ventis World Hydro oder Elektro, Raiden benutzt ihre E und wenn Ventis Burst abgeschossen wurde, macht Nervilet seine Kamehameha am Ende und es ist genauso broken, wie ihr gerade denkt. Ich muss da ziemlich hart lachen, to be honest. Wie dem auch sei, ein anderes gutes Team, ein uraltes Team, by the way, besteht aus Ganyu, Mona, Diona, Diona, wie auch immer die heißt, und Venti. Das hier ist ein Freeze-Team, was man bis heute benutzen kann. Es gibt mit Venti nur ein Problem. Kazuha ist in sehr vielen Teams einfach besser, vor allem durch den Elementarschadensbonus, weswegen er immer ersetzt wird. Man kann Venti aber rein theoretisch in jedem Team spielen, wo ihr Grouping braucht. Wichtig ist nur, dass Venti diese Gegner auch groupen kann. Haben wir gesehen, dass das gegen die Inazuma-Schwertkämpfer zum Beispiel nicht klappt. Deswegen am besten testen, informieren und so weiter, für den Fall der Fälle. Wie dem auch sei, das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf Twitch, ich streame da manchmal, Links in der Beschreibung. Ich mache mir jetzt einen Kamillentee und sage damit ciao, arrivederci, sayonara und bis zum nächsten Mal.